Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier Hearthstone Unterhaltung mit dem Lean. Letzte Folge haben wir den platt gemacht. Diese Hört Folge. Zu. Wenn ihr jetzt aufgebt, befehle ich Gotik, euch nicht die Seele aus dem Leib zu reißen. Ah. Ja, okay. Gotik, der Ernter. Heldenfähigkeit zieht eine Karte. Einfach so, ne? Wie Hexenmeister, nur ohne dass er sich selber Schaden zufügt. Und dann wollen die leider. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen wieder Paladin. Hat super gut geklappt. Warum nicht? Uta gegen Gotik, den Ernter. Meine Diener sterben nie wirklich. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Okay. Gleichheit behalten wir mal auf der Hand. Den Rest tun wir weg. Nochmal eine Gleichheit und Wächter der Könige. Das ist ja super. Ich grüße euch. Ihr Narren habt euren eigenen Untergang heraufbeschworen. Sieht eine Karte. Ah, weltliche Ängste. Ja, scheint auch wieder ähnliche Karten wie Nächstenmeister zu haben. Jedenfalls nur 30 Leben, das müsste machbar sein. Den behalten wir erst, na, oder? Ja, doch, behalten wir erstmal auf der Hand. Ich weiß nicht, ob der eine Waffe hat. Wie gesagt, ich kenne die Bosse noch nicht. Hätte, hätte, Fahrradkette. So, was machen wir jetzt? Tötet ruhig, meine Diener. Ihre Seelen werden euch heimsuchen. Okay, auch eine Karte, die ich noch nie gesehen habe. Unendlicher Krieger. Todesrechnen ruft einen spektralen Krieger für einen Gegner herbei. Was ist ein spektraler Krieger? Finden wir es heraus. In den Kampf! Die Toten kehren zurück! Ich komme wieder. Spektraler Krieger. Fügt einem Helden zu Beginn des Zuges einen Schaden zu. What? Ich komme wieder. Da komme ich gerade ehrlich gesagt nicht so mit. Was soll das denn? Ich habe den jetzt mit Absicht getötet, weil ich dachte, ich kriege was Cooles als Entschädigung und dann kriege ich den. Der mich langsam aber sicher auffrisst anscheinend. Monstrosität. Ja, okay. Der ist auf jeden Fall nicht so cool. Fügt allen Charakteren 2 Schaden zu. Gleichheit. Dann wäre ich auf jeden Fall den los. Das da. Ich weiß es nicht, Leute. Ich mache es einfach mal. Lass die Dunkelheit. Ich komme wieder. Melde mich zum Dienst. Für den Lichtkönig! Okay. Ja, dann machen wir doch mal Ihmchen des. In den Kampf. Ich hörte, ihr habt ein Problem. So, wenn er jetzt mit dem auf. Dann gibt's hier ein Heldenopfer. So, dann machen wir dann nochmal ein Heldenopfer. Und dann machen wir das. Und Fates. Verderbnis.
Ich komme wieder. In den Kampf. Ruft einen Spektakel vor einem Gegner. Bei. Was ist der spektrale Lehrling? Macht er mir auch Schaden dann wieder? Und ein wirklicher Lehrling. Boah. Keine Ahnung, ne? Man weiß es einfach nicht. Aber ich glaube, ich bleibe bei Face. Denn wir haben ihn fast. Und so kann er mich auf jeden Fall noch nicht killen. Er wird wahrscheinlich traden. Schattenblitz. Zieht eine Karte. Nicht gut. Lass es stehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch die spektralen Lehrlinge. Mal gucken, was die machen. Warte, die fügen mir auch Schaden zu. Das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Boah. Wie werde ich die denn jetzt los? Boah, was ist das denn? Unerbittlicher. Ja, okay. Diese ganzen Todesröcheln-Effekte sind quasi nochmal ein krasser Malus für einen, dass die einen selber irgendwie so richtig hart kaputt machen. Hier, ihr seht das ja. Vier Leben hat er noch, ne? Und wir nur noch 7. Ärgerlich. Gleichheit wäre hier eventuell cool, aber wir bräuchten eine Weihe, ne? Das wäre der Hammer. Die Tore sind geöffnet. Wir sind leider so oder so tot. Schade. Schade, schade. Es war knapp. Okay, gut zu wissen. Ich habe direkt am Anfang, glaube ich, einen Fehler gemacht, dass ich den total weggefokust habe mit der einen Karte, weil ich dachte, ich krieg was Cooles, wenn er stirbt. Ist ja meistens so. Ich glaube, ich habe einfach nur Pech gehabt. Ich muss den Boss erstmal kennenlernen. Ich probiere das jetzt nochmal aus mit dem Paladin-Deck. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Meine Diener sterben nie wirklich. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das müsste eigentlich funktionieren. Den weg, den weg. Oh, Gleichheit Weihe ist natürlich so meine Notfallkombination, die ich direkt am Anfang auf der Hand habe. Ist ein bisschen doof. Brauche ich eigentlich so früh nicht. Heldenopfer. Mach mal. Haltet ruhig, meine Diener. Ihre Seelen werden euch heimsuchen. Ich hoffe, der geht nicht. Ja, doch, wird er. Wird er auf jeden Fall. Wir könnten. Heldenfähigkeit zieht eine Karte, ne? Wäre an sich auch möglich, den zu millen. Fällt mir ein. Also ihn quasi die ganze Zeit Karten ziehen lassen und so. Dann
ansonsten fällt mir auf, mit dem Krieger wäre das, glaube ich, auch kein Problem, wenn wir die ganze Zeit diesen Wirbelschaden machen und diese eigenen Dinger da kaputt machen. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut, ne? Klassik der Ernte. Ja, mit so einer Karte zum Beispiel, mit dem Ghoul. Ja, okay, wir ziehen eine Karte. Das ist ja auch echt bitter hier mit dem Kollegen, ne? Ich meine, den könnten wir loswerden, wenn wir jetzt Gleichheit Weihe machen, ist alles platt, ne? Alles. Oder? Hm. Mal überlegen. Wenn wir mit dem da reinlaufen. Wenn wir mit dem da reinlaufen und dann eine Weihe machen. 2, 2, 2 geht kaputt. 1, 1 sind die alle, ne? Ja. In den Kampf. So. Erste Weihe. Putz. Putz. Ich komme wieder. Was mir an der ganzen Geschichte nicht gefällt, sind die hier. Ne? Dass die mich so nach und nach kaputt machen. Ich meine, wir haben mit dem Paladin eigentlich auch ein bisschen Heal am Start, aber ihr seht ja selber, wie das ist. Ist nicht einfach, ne? In den Kampf! Ja, und scheinbar sind alle Karten von ihm ein bisschen so, dass man diese Todesröchelvögel kriegt. Ja, ziemlich uncool, ne? Deswegen will ich den jetzt auch gar nicht kaputt machen hier. Das soll er selber irgendwie. Stellt 6 Leben wieder her, wäre eine Möglichkeit. Face, face. Ich werde auf jeden Fall nicht traden. Ist nicht meine Aufgabe. Verderbnis natürlich auf den, was sonst. Ja, face, 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 ganz klar. Okay. Wir könnten auf jeden Fall das hier spielen. Das spielen. Das ist knapp, ne? Das ist knapp, ne? Boah, den hätten wir, oder? Hätten wir den gekillt? Vielleicht. Vielleicht hätten wir den gekillt, wenn ich die beiden nicht ausgespielt hätte. Na, hab ich nicht aufgepasst, ne? Was soll das? Nächsten Zug ist er down. Tak, tak, tak. Ja, ne? So, ab geht's. Gleichheit. Und Weihe. Ab geht der Spaß. Bumm. Sehr cool. Eigentlich nicht als spektraler Gotik zurück. Was soll das? Ja, wir haben den spektralen Ritter bekommen, habe ich mir schon fast gedacht bei den Dienern, die da ausgespielt hat. Super, super, super geile Karte und war auch super witzig, der Boss. Man musste echt ein bisschen outside the box denken, auch beim zweiten Versuch geklappt und mit dem Prädes-Deck, ne? Okay, ich hoffe, euch hat's gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gegen den, weiß ich nicht, was das ist. Seht ihr dann. Tschö.